Leute, hier ist wieder eure Sky Arisa zu einem neuen Part The Legend of Zelda Spirit Tracks. Ja, im letzten Part haben wir den Schneetempel mehr oder weniger abgeschlossen. Es fehlt nur noch der Endboss. Der Endboss, den wir uns jetzt stellen. Keine Ahnung, was uns erwartet. Ich habe ein bisschen Angst vor ihm. Und, da sind Krüge. Ist wohl so ein kleineres Boomerang-Training. Ja. Gut. Das effektive Einsetzen von Boomerang. Gut. Ich will noch mal was testen. Tatsache. Ich kann sogar noch rumlaufen, während der geworfen wird. Alles klar. Na gut, und was ist hier? Ja, wieder den Teleporter aktivieren, wie beim letzten Mal. Und dann los geht's. Okay, wir befinden uns wieder auf einem großen Podest, einem Palais wieder. Und jetzt... Okay, da ist eine Feuerflamme, da ist eine Eisflamme und... Ey, er heißt sogar Magia Eisflamme, der zweite Dungeon-Boss. Er ist hässlich und er lacht komisch. Und irgendwie mag ich die Musik, die finde ich gechillt. Okay, wie funktioniert er? Sag mal, Link, kannst du nicht rennen? Okay. Testen wir mal was. So, das und weg hier. Und, er ist gestunt. Klasse. Verfluchte Scheiße. So. Und okay. Oh nein, er teilt sich. Jetzt hat er... Oh Gott, er hat Kinder gekriegt. Wie furchtbar. Aber ich versuche es mal so. Okay. Verflucht. Ich muss mal das Eisding erwischen. Verflucht. Er hat sich geheilt. Oh, was er wieder für eine Scheiße abzieht. Ja, und wenn sie durchsichtig werden, sind sie noch arschiger. Und jetzt so. Klasse. Also ich habe mir schon mal sowas gedacht, von wegen, mach doch beide wieder zu den Flammen, aus denen sie kommen, und dann kommt er wieder. War mir irgendwie schon klar. So, jetzt hat er die Flammen kaputt gemacht. Und was ist jetzt? Und womit soll ich dich dann abschießen? Was? Du schießt mit... Ach halt, Moment. Er schießt wieder mit dem gleichen, nur auf den Boden. Was? Er hat sich genommen. Dreckiges Touchpad. Er hat schon wieder nicht... Und da hat mir auch noch ein halbes Herz... Das hat mich auch noch ein Herz gekostet fast. Okay, wenn er zu fett wird... Weg da. Er ist gestunt und Attacke. Zweimal auf ihn eingedroschen.
Okay. Gleich nochmal wegrennen von ihm. Je dicker er wird, desto langsamer wird er. Was? Er spuckt jetzt schon zum dritten Mal hintereinander Feuer. Boah, das kommt bei ihm wohl ganz random. Verflucht. Nein, 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 nein! Okay. Sag mal, Link, wieso bleibst du stehen? Ich hab doch gezeichnet. Grafiktablet, lass mich jetzt nicht im Stich. Okay, ich warte das nächste Mal ab, wenn wir das gegenteilige Element drauf haben. So. Jetzt ist hier immer noch Eis. Das heißt, er wird jetzt gleich nochmal mit Eis spucken. Was? Er spuckt nochmal mit Eis? Na gut. So, und jetzt 1, 2, 3, 4, 5 und was weiß ich nicht, wie oft ich auf dich drauf prügle, du Mistvieh. Oh, klasse. Was? Jetzt teilt er sich wieder in die Kleinen? Oh Gott, sei jetzt nicht, die ganze Phase besteht daraus, ihn als Großer und als Kleiner mal fertig zu machen. Verflucht. Verflucht. Diese kleinen Mistblagen. Schon wieder nicht gefressen. Blöd. Weil manchmal nimmt er die Zieleingabe komischerweise nicht. Okay, das war jetzt gerade absolute Verarsche. Okay, ich... Nein, obwohl. Ah. Jawohl. Nein, jetzt kommt nicht der Große wieder, oder? Oh Gott, das war erst ein Leben vom Großen. Oh nein, das wird sich ja noch ewig hinziehen, wenn wir überhaupt überleben. Ah, verdammt, verflucht. So, und jetzt... Nein. Ich glaube, jetzt ist er im... Oh, er ist trotzdem nicht tot. Das ist sein zweites Leben in der zweiten Phase. Bist du eigentlich bekloppt, Link? Ich wollte, dass du den Bumerang aktivierst und das machst. Stattdessen geht er mit dem Schwert auf ihn los. Dieses Kind ist unverbesserlich. Aber wir sind so nahe dran. Nein! Ich gebe jetzt nicht auf. Mir bleibt keine Wahl. Ich spiele das Rettungslied. Aber ehrlich, das ist der Boss vom zweiten Dungeon. Wie kann ich da so failen? Ja, du hast gesagt, nur ein einziges Mal. Ich bin nicht dumm. Ich kann lesen. Was? Er hat mich eingefroren? Wie geht das? Aber wahrscheinlich hat er genau in dem Moment gespuckt. Na, wie war das mal?
zweimal Eis. Wie oft muss ich den bitte treffen, bis er tot ist? Mann, ist der schwer. Das Ding ist ja jetzt schon die Hölle. Wie schwer willst du bitte noch schwer werden, Spiel? Sag mal, nicht stehen bleiben, Link. Ich hab's geschafft. Ich hab's jetzt nicht ernsthaft geschafft, oder? Oh. Der war schwer. Der war verdammt schwer. Und darauf genehme ich mir jetzt einen Schluck Cola. Ich hab jetzt die Schnauze voll. Das war eine grandiose Leistung, ja. Grandiose Leistung. Und da werden die Schienen wieder erneuert. So. Und damit wird ein weiterer Teil des Turms der Götter wiederhergestellt. Ein großer Teil. Geschafft, Link. Dieses Monster war richtig fies, oder? Ja, das kannst du laut sagen, Zelda. Und ich hab dir gar nicht helfen können. Aber die Schneetafel leuchtet auf. Ja, die Schienen sind wieder fest und wir haben eine weitere Strecke freigeschaltet. Wie geil ist das denn? Die Schienen zum Turm der Götter sind wieder hergestellt. Cool, und wo bleibt mein Herzcontainer? Den habe ich mir redlich verdient. Und ich habe ein Herz dazu bekommen. Endlich 5 Herzen. Die hätten wir schon für den Boss gut gebrauchen können. Ich finde aber weder Herzteile noch sonst was. Das ist total komisch. Na gut. Gehen wir erstmal in den Teleporter zurück. Puh. Wir haben es geschafft, Link. Jetzt müssen wir zurück zum Turm und Schiene berichten. Ja, müssen wir. Dann komm raus, Zelda, und hilf uns. Sollen wir fahren? Ja. In Ordnung, fahren wir los. Aber liebend gerne, Zelda. Liebend gerne. So, dann fahren wir mal zum... Ach du Scheiße, jetzt fahren hier auch diese bösen Züge lang. Na, ich fahre mal die Strecke lang und... Lol, was ist denn da bitte? Ja, zum Turm der Götter, bitteschön. Was für ein tolles Wetter, aber die Sonne blendet. Was? Soll das heißen, wir können teilweise nicht gucken? Oder wie? Darf ich das jetzt verstehen?
Und nein, wir fahren anders. Oder? Nein! Oh Gott, Rückwärtsgang! Rückwärtsgang! Und dann die Strecke nehmen. Oh Gott, seid jetzt nicht, ich muss rückwärts zum Turm der Götter fahren. Na toll. Nee, dann mache ich am besten bei Hanno oder im Anuki-Dorf noch einen Zwischenhalt. Ich sehe noch ganz gut. Keine Angst, Leute. Dabei sollte die Sonne doch eigentlich blenden. Was auch immer das heißt. Ja, okay. Wenn die Sonne blendet, heißt das normalerweise, dass die Sonne dir so in die Augen scheint, dass du nicht gucken kannst. Aber, hm. Ich werde mich doch nicht beschweren. Ja, machen wir mal die Landschaft ein bisschen kaputt. Okay, sie sind verschwunden. Muhaha! Ihr könnt mich, ihr blöden Züge, und... The Fuhu ist... Was ist das für ein Symbol da? Ich glaube, da sollten wir mal hinfahren. Aber ich muss doch eigentlich zum Turm der Götter. Was? Nein! Die Kamera! Die Kamera spinnt! Ja, gib nicht auf! Okay, wir müssen definitiv in irgendeinem Dorf oder so Halt machen. Ja, doch, fahren wir mal so lang. Das ist so geil, wir fahren rückwärts durch die Gegend und ein Kaninchen! So, komm her. Oh. Ah, da müssen wir nochmal hinfahren. So, fahren wir mal hier lang. Dann machen wir bei Hanno kurz Halt und dann suchen wir diesen komischen Fatzken da. Alleine damit der Zug wiederhergestellt ist für etwaige Probleme. Wir fahren jetzt so richtig. Wunderbar. Und vor allen Dingen will ich bei Hanno Halt machen, damit wir nicht wieder so einen Mist abziehen. Aber wer ist denn der Komische da, der fährt? Und yay, wir fahren rückwärts. So geil. Weil ich will wissen, wer oder was das ist, der da langläuft. Ach so. Oh, cool. Wir sind wieder voll aufgeladen. Habe ich gar nicht gemerkt. Noch ein Stück rückwärts. Dann halten wir mal kurz in Eisquell. Bei Hanno. So. So, Zelda, wir wollen weiterfahren. Wollen wir losfahren? Ja. Auf geht's, lass uns abfahren. Was? Jetzt fährt er da oben. Jetzt ist er da oben. Ne, jetzt reicht's mir. Dann kann er mich mal. Dann fahre ich zum Turm der Götter. So.
durchs Schneetal. Auf! Zerstören wir ein bisschen die Landschaft und Schneemänner. Wo? Da! Oh Gott. Und, oh, wie wir schon teilweise hier... Ja, und schon haben wir wieder ein paar Schäden hinter uns. Und Moment, was ist denn das? Hier ist ein Bahnhof. Da halten wir jetzt aber mal kurz an. Na, das war doch eine schöne Punktlandung. Malois Haus. Okay. Okay, ist doch teilweise Schnee. Ah, du bist's wieder. Hast du den Steinbogen auf den Schienen gesehen? Warum ist er hier? Wer hat ihn gebaut? Ich muss das wissen. Ich wette, wenn man das Dreieck da oben trifft, passiert was. Aber was nur? Tut mir leid, das interessiert dich leider nicht. Oh, was ist denn mit dem Post? Mit dem Postkasten? Ach, du schon wieder. Hallo, wie geht's dir? Das ist der Brief von Terry. Er wollte einen Laden in einem Heißluftballon eröffnen. Klingt verrückt. Hier ist jedenfalls der Brief. Bitte sehr. Gut, ich habe die Post bei dir abgeliefert. Meine Arbeit ist getan, man sieht sich. Okay, ein Brief von Terry. Hallo, möglicher Kunde. Terrys Laden. Er feiert seine Eröffnung mit einem Bombentaschenverkauf. Meinen Laden habe ich in einem Heißluftballon. Lass in meiner Nähe deine Dampfpfeife erklingen und ich eile herbei. Ich freue mich auf deinen Besuch, Terry. Ja. Im Klartext, das Ding da bei den Schienen, bei dem Tempel da, war wahrscheinlich dieser Laden, oder? Und Terry, kam der nicht in einem späteren Zelda nochmal vor? Hust, hust, ich mache ja nur Andeutungen. Na, und wer bist du? Na, was suchst du denn hier, Junge? Ach, nix. Das hier ist meine Werkstatt. Hier liegen Nägel herum. Tritt mir nicht hinein. Gar nichts. Na gut, aber vielleicht wird dieser Ort hier noch wichtig. Hast du jetzt schon wieder einen Brief für mich? Okay. Muss ich mir jedes Mal die Szene antun? Egal. Hallo, wie geht's? Das ist wieder ein Brief vom Kommandanten. Er hat sich eine neue Schwertkampfübung ausgedacht. Schau mal wieder im Schloss vorbei. Ach ja, die Post. Woher weiß er das, wenn er den Brief nicht lesen darf? Gut, ich habe die Post bei dir abgeliefert. Meine Arbeit hier ist getan. Man sieht sich. Okay, Sammlung. Ja, von Richard. Hey, Rekrut, denn hier ist du auch fleißig. Du solltest dich mal erfahreneren Kämpfern stellen. Nur so lernt man dazu. Komm doch mal wieder in den Übungsraum für ein Aufbauprogramm. Ich erwarte dich dort. Okay, das heißt, wir sollen wieder gegen Kommandant Richard oder gegen jemand anderen, dem Kommandant Richard vertraut, kämpfen? Hm? Okay. Ja, bis später dann mal, Hanun, ne? Böse Krähe! Gib mir meinen Rubin wieder! Die hasse ich ja noch fast mehr als Hühner. Ja, gar nicht. Na gut. Fahren wir weiter? Ja, alles einsteigen. Zelda könnte auch mal glatt ein guter Lokführer werden. Oder Assistentin eines Lokführers. Who knows?
Na gut, fahren wir zum Turm der Götter. Wir sind eh schon spät dran. Fast so spät wie die Deutsche Bahn. Hust, hust. Ah, ihr schon wieder. Ha, weg mit euch, ihr Eber! Was? Ich hab dich doch zweimal abgeknallt. Ah, da hinten ist der Heißluftballon. Wie wäre es eigentlich, wenn ich den mal abschieße? Hahaha. Das wäre cool, glaube ich. Na gut. Da sind wir wieder im Turm der Götter. Na gut, da vorne ist Schiene, aber ich würde sagen, das nächste Mal kümmern wir uns darum, was Schiene dann zu sagen hat. Ich wette, wir müssen gleich im Turm der Götter dann wieder Aufgaben lösen. Und deswegen würde ich sagen, bis zum nächsten Part, Leute. Bye, bye.